Es gibt in Word eine Möglichkeit, wie man Formatvorlagen für Deckblätter verwenden kann. Also quasi ein Titelblatt für eine Arbeit zum Beispiel. Ist praktisch, weil es ganz schnell geht. Sei aber dazu gesagt, dass für, ich sage mal, professionelle Arbeiten oder für irgendeinen Bericht, später mal ein Unternehmen oder so, Finanzbericht, keine Ahnung, die bereits bestehenden Formatvorlagen von Word wahrscheinlich dann keiner verwenden wird. Aber es ist zumindest jetzt für euch eine Möglichkeit, wie ihr ganz schnell ein Deckblatt erstellen könnt. Und deswegen zeige ich es euch. Ich gehe dazu hier oben auf die Registerkarte einfügen. Na komm. Und da gibt es hier ganz links drüben, ganz oben die Möglichkeit Deckblatt. Da klicke ich drauf. Und dann kriege ich hier ein paar Formatvorlagen, die ich für mein Deckblatt verwenden kann. Also es ist jetzt nicht besonders viel hier drin, aber es gibt hier zumindest ein paar, die man sich anschauen kann. Ich wähle jetzt irgendein Deckblatt aus, einmal nur so zum Ausprobieren, beispielsweise das hier. Und jetzt finde ich hier vorgefertigte Felder, wo ich Texte eintragen kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, es ist Mai 2020. Naja, 1. Mai vielleicht nicht, nur Mai. Dann kann ich, was weiß ich, was haben wir da? Sizilien schreiben. Eine Insel im Mittelmeer. So, jetzt können wir kurz schauen, was hat er für ein Problem mit Insel. Achso, ja, weil das in Großbuchstaben ist. So, eine Insel im Mittelmeer. Autor steht jetzt hier schon automatisch da. Firmenname könnte ich hinschreiben. Ist bei uns das G13 Wenzgasse und die Adresse ist Wenzgasse 7, 10, 3. 13. F30 Wien. Und damit hätte ich jetzt da ein fertiges Titelblatt oder Deckblatt. Bei der Gelegenheit zeige ich euch noch eine zweite Kleinigkeit. Die zweite Seite könnte ich jetzt da bereits für mein Inhaltsverzeichnis freihalten. Ich gehe da bitte nicht mit lauter Enter-Tasten auf die nächste Seite, sondern wenn ich Inhaltsverzeichnis geschrieben habe und einmal Enter gemacht habe, Verzeichnis, da fehlt mir was, und Enter gemacht habe einmal, da bin ich in der neuen Zeile und jetzt kann ich hier ebenfalls bei Einfügen Seitenumbruch auswählen und dann springt er hier automatisch auf die zweite und zweite, auf die nächste Seite und hier würde dann halt der Text beginnen, den ich schreiben möchte. Also damit kann ich ganz gut einen Seitenwechsel einfügen. Was wir auch schon gemacht haben, ist, sich automatisch Seitennummerierungen hinzuzufügen. Das kann ich zum Beispiel unten in der Fußzeile machen. Dazu mache ich hier im Fußzeilenbereich unten einen Doppelklick. Und kann hier, mit dem Moment, wo ich einen Doppelklick drauf mache, komme ich automatisch ins Kopf- und Fußzeilenmenü hinein. Und ich kann hier jetzt auf Seitenzahl klicken und kann mir hier am Seitenende eine Seitennummerierung einfügen, zum Beispiel hier einfache Zahl auf der rechten Seite 1. Er macht mir hier gern dann eine Leerzeile, das erkenne ich daran, indem ich mir hier die Leerzeilen auch einblenden lasse, erkenne ich, dass ich hier in der Fußzeile plötzlich eine Leerzeile habe, die ich nicht möchte, die lösche ich einfach weg. Und noch was anderes Faszinierendes sehe ich hier, und zwar erzählt das Deckblatt gar nicht mit. Und beginnt hier quasi beim Inhaltsverzeichnis mit 1 zu zählen. Das muss man sich dann überlegen, wie man es möchte. Warum ist das so? Wenn ich hier oben wieder wechsle, also dazu muss ich natürlich in der Fußzeile sein, wenn ich hier auf Kopf- und Fußzeile wieder wechsle, auf die Registerkarte, dann steht hier erste Seite anders. Das ist eben so, weil man meistens auf dem Titelblatt zumindest keine Seitennummer drauf haben möchte. Würde ich das weghackeln, hätte ich jetzt auch hier auf der ersten Seite im Titelblatt eine Seitenzahl, und zwar würde mit 0 anfangen zu nummerieren, weil er einfach sagt, okay, er zählt die erste Seite nicht mit und er zeigt sie gar nicht an. Hätte ich gerne, dass er die erste Seite mitzählt, aber mir das eben nicht anzeigt,
klicke ich da wieder auf erste Seite anders, dann ist es nicht da. Aber ich hätte trotzdem gern, dass er eben beim Inhaltsverzeichnis sagt, okay, es ist trotzdem die zweite Seite und beginne bitte bei 2 zum Zählen. Dann kann ich hier auf diese Seitenzahl hier eine rechte Maustaste machen und auf Seitenzahl formatieren klicken und kann hier einsetzen, beginnen bei und kann hier 1 raufsetzen und okay. Und jetzt geht es hier los mit 2 und das ist 3. Also so kann ich mir die Seitenzahlen selbst einstellen, wie ich sie brauche.